Hallo, herzlich willkommen erstmal in der Nach-Corona-Zeit, wo wir jetzt Gott sei Dank endlich wieder viele schöne Freiheiten genießen können. Und ich kann auch euch eine sehr interessante Veranstaltung ankündigen. Zum 32. Mal, ihr hört richtig, 32. Mal findet am 15. November 2022 der Niederländische Hochschultag statt. Was ist das? Er informiert darüber, wie man in unserem Nachbarland und wo man in unserem Nachbarland studiert, was man studieren kann und welche Rahmenbedingungen es gibt. Das ist eine Online-Veranstaltung, das machen wir nochmal, weil man weiß ja nie, was wieder im November los ist. Und das gibt dort ganz interessante Vorträge zu Studieren im Ausland erstmal generell. Wie kriege ich das geregelt? Dann natürlich viele Fragen zum Medizin studieren in den Niederlanden oder Psychologie studieren in den Niederlanden. Eine ganz wichtige Geschichte. Frage, geht das für Deutsche in Zukunft überhaupt, die wieder in Deutschland arbeiten wollen? Können die überhaupt mit einem niederländischen Diplom in Deutschland so ohne weiteres dann arbeiten? Spannende Frage, auf die es dann Antworten gibt. Natürlich auch Studienfinanzierung, Holland, vergleichen wir mit der in Deutschland und so weiter. Und es sind jetzt schon, haben sich 10 Hochschulen angekündigt, die ihre Studiengänge präsentieren werden. Das werden auch wieder, ich gehe mal roundabout, über 1000 Studiengänge sein, die wir da haben. Und die werden halt virtuelle Infostände geben. Und wir werden euch bis dahin schon mit einer Vielzahl von Filmen informieren. Und dann gibt es vom 15. November, Dienstag, jeden Abend einen Vortrag, in dem es weitergeht. Und wie gesagt, das gibt es seit über 30 Jahren. Der das ursprünglich mal ins Leben gerufen hat und der dafür verantwortlich ist, dass dann irgendwann mal über 20.000 Menschen in den Niederlanden studiert haben. Das ist natürlich die Niederlande mit ihren hervorragenden Hochschulen und Angeboten. Aber der es bekannt hat, das war Robert Marzell von der Arbeitsagentur für Arbeit. Herzlichen Gruß, Robert. Und der hat das wirklich damals ins Leben gerufen und Wesel damals. Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir das weitermachen können in dieser Tradition und informieren euch über die Möglichkeit in Niederlanden, weil wir sind davon überzeugt. Wir glauben, es gibt dort ein hervorragendes Studiensystem. Es ist auch so, dass dies der erste Schritt in die Welt sein kann. Das Studieren im Ausland, meist finden die Studiengänge auf Englisch statt. Und dann kann man von da aus weitergehen nach Afrika, Asien, Amerika und so weiter. Und das ist einfach eine sehr spannende Perspektive für viele Menschen. Die Niederländer sind, wie man sagt, die Chinesen Europas, was damit gemeint, die Chinesen gelten in Asien als die Kaufleute und die Niederländer sind die Kaufleute Europas. Wer ökonomische Studiengänge studieren will, für den sind die Niederländer interessant. Auch im Bereich einiger Gesundheitsberufe, hochinteressant, was dort abgibt, im Bereich Physiotherapie, Ergotherapie, Logotherapie, alle Business-Studiengänge, International Business, Maastricht University, das hat einen Klang in Europa. Auch die werden sich alle präsentieren. Schaut euch das an und ich bin wirklich ganz stolz darauf, dass wir euch diese hervorragenden Studienmöglichkeiten wieder präsentieren dürfen. Bis denn, tschüss.